Lexis, kannst du Exilius einfach verlieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nö. In Ordnung. Das ist so genial. So, dann kann ich mal kurz mit dir sprechen. Klar. Ding, 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 ding. Oh, was ist diese Musik hier? Was ist los, Ace? Du solltest hier bleiben und. Hey, jetzt hör sie damit auf! Und zwar sofort! Selan, sprich nicht so mit mir! Ich komme mit dir, Hess, was auch geschehen mag. Ich komme mit. Selan. Wir gehen zusammen, kehren zusammen wieder und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ja. Du hast gelauscht, geil. Das ist nicht getan, die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Ach, zusammenreißen, komm. Sie wissen genau, was sie zu tun haben und sie werden es gut machen. Hey, du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Bisschen lang, die Dinger, oder? Vorsicht, mach keine Scherze über meine Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Lass im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Ja, außerdem würde sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkehren würde. Dieses Mädchen möchte ich gerne irgendwann einmal kennenlernen. Lass uns doch eine Party feiern, ihr seid alle eingeladen. Ja, es hört sich gut an, wir werden mit unseren Freunden feiern. Genau, je mehr wir sind, desto besser. Habt ihr euren Kaffeeklatsch schon beendet? Scheint so. Exilion scheint ja passiert zu sein. Lexis ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir dran, zu zeigen, was wir so drauf haben. Ja, jetzt geht's los. Ich will mal kurz nachschauen, ob ich speichern kann. Und irgendwas stimmt hier gerade nicht, aber egal. Neue Gilde sind mal klatschgeschäft, ich kann euch leider nicht helfen. Ja, war klar. Ist klar, Alter. Irgendwas stimmt gerade nicht mit der Aufnahme, aber ist ja egal. Mirkus Labor. Ja, das wusste ich schon, dass das Mirkus Labor ist, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen. Ja, Alexis. Ich habe Exilion repariert, nun könnt ihr loslegen. Ja. Hey, es passt gut auf dich auf. Mir wird schon nichts passieren. Die Energie, die die Todesinsel festhält, lässt eindeutig nach. Hey, wir müssen uns beeilen. Überall sind Monster, sogar im Meer. Was? Was haben wir den Höllenfürsten zu verdanken? Lass uns nachsehen. So viele Monster müssen wir denn ständig kämpfen? Sogar im Meer gibt es diese ekligen Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um diese Monster kümmern. Geht jetzt euch an Bord der Exilion. Aber ist doch kein Problem. Das sind doch noch alles Babys. Was? Wer spricht da? Wer kann nur so einfach ganz sprechen? Es ist Dekar! Ich würde ihn lieber mitnehmen anstatt Seelan, aber er bleibt hier. Leider. Nimm das. Du? Kann das wahr sein? Hey, lang nicht mehr gesehen. Dekar, du lebst. Natürlich, warum sollte ich nicht leben? Ich bin ein erstklassiger Schwertkämpfer. Ja, das ist Dekar, ohne Zweifel. Tatsächlich. Habt ihr auch diese seltsame Insel am Himmel gesehen? Ja. Dann solltet ihr nicht rumstehen. Auf geht, schon los. Ach so, auf, geht schon los. Das ist eigentlich un- das passt gar nicht zu Dekars Charakter. Eigentlich hätte es gepasst, wenn er jetzt sagen würde, ah, da muss ich unbedingt mitmachen, so, bla bla bla. Am besten Selam bleibt hier, sie ist eine Frau, bläm. Na egal. Dekar, ich werde die Monster hier ein wenig beschäftigen, also macht, dass sie fortkommt. In Ordnung. Du lebst? Ja, mich wird man nicht so einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Haha, darüber sprechen wir später, mein Freund. Ja, bis dann. Kommt alle her! Diese Höllenfürsten müssen endlich besiegt werden. Was sind die Monster weg? Habt ihr das gesehen? Auf geht's! So, und schon hat DK alle Monster besiegt. Theoretisch hätte er noch von der Brücke aufs Schiff springen können und mitkommen können. Ja, ist egal. Ich mach die Monster hier platt. Kümmert ihr euch um die Höllenfürsten? Welche Monster? Es sind keine mehr da! Oh. Oh. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Noch nicht ganz, Milord. Da ist mein Gebieter. Ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant. Zeige es mir. Mit Vergnügen, Meister.
So, der Schutzschild ist weg. Und Laserstrahlen! Oh mein Gott! Arme feuern! Nein! Wow! 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 Yeah! Mega-Antrieb! Und direkt in den Schlosshof gelandet. Ja, sind alle okay? Ja, ich bin in Ordnung. Ich auch. Selan, Selan, bitte sag doch etwas. Ich bin auch okay, nerv nicht, Ace. Wir sind wohl am Ziel. Was ist denn da aus, Tempel? Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr, sehr stark. Müsli, Müsli, yam, yam, yam. Selan benutzt den Lichtzauber. Alles klar. Das ist also der Daos-Tempel. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt in meinen Tempel gekrochen. Daos? Daos? Wenn du es bist, dann zeige dich. Haha, ich bin genau über dir. Ich mach Pause.